gespeichert. Und ja, dachte halt, ja, gehe ich doch mal auf mein, also lösche ich die alte Save-Datei und ziehe dann die Save-Datei von meinem Stick dann auf den PC. Wäre eigentlich kein Problem gewesen. Dachte ich zumindest. Und dann, nicht mal auf dem Stick war die Save-Datei. Da habe ich erstmal gedacht, was ist denn jetzt los? Dann gehe ich halt nochmal hin, gehe in den Papierkorb, tu die Save-Datei wieder herstellen. Was ist? Plötzlich ist die auf meinem Stick auch wieder da. Dann denke ich, ja, das gibt's doch nicht. Lösch die vom PC wieder. Vom Stick ist sie ja auch wieder weg. Und habe gedacht, irgendwie kann ja da was nicht stimmen, wenn ich sie vom PC schmeiße, dass sie dann auch von meinem Stick weg ist, obwohl ich den Stick nicht mal am PC angeschlossen habe. Ja. Da habe ich gedacht, scheiße. Meine ganze Arbeit, alles umsonst. Die ganze Arbeit von einem ganzen halben Jahr, oder jetzt dürften es 8 Monate sein, alles futsch. Dann ist mir aber noch eingefallen, ich habe noch eine Save-Datei auf meinem PC liegen, auf dem Desktop. Das war gerade als ich am Bauen war mit meiner Monsterfalle. Ja, zum Glück hat die noch funktioniert. Und die habe ich dann draufgezogen und dann habe ich kein Playmod mehr installiert. Und ja, jetzt darf ich die ganz beschissene Monsterfalle noch mal bauen. Ja, ja, so kann das halt passieren. Allzu guter Tipp. Und ja. Baut nie, fliegt niemals mit dem Plane Mod ganz nach oben, wenn ihr keine Sicherheitskopie auf dem Desktop oder irgendwo anders noch habt. Weil sonst kann euch dieses Malheur passieren, wie es mir passiert ist. Ja, ja. Das ist halt Pech. Naja. So kann es halt passieren. Was ich auch voll bescheuert fand. Oder was ich beschissen fand halt bei dem Update, war, dass man jetzt die Leitern komplett durchgehend anbringen muss. Wie hier. Und nicht mehr so, nur noch jedes zweite. Finde ich sowas dann bescheuert. Ja. So. Hier hatte ich so eine Art dauerfeuerndes Abwehrsystem. Allerdings funktioniert es irgendwie nicht mehr richtig. Keine Ahnung weshalb. Und ja. Tja, so ist es halt. Ja, ich habe ja jetzt noch The Witcher 2 und ich habe Assassin's Creed Brotherhood. Also Assassin's Creed Brotherhood habe ich mal jetzt angespielt. Es läuft flüssig auf meinem PC. Und ich habe, also ich habe es jetzt dann noch nicht weitergezockt. Ich habe vielleicht jetzt so weit gezockt, dass ich jetzt gerade in Rom angekommen bin. Aber weiter habe ich es noch nicht gezockt. Und ich habe The Witcher 2 habe ich auch momentan, ja, nicht ganz blind, also da wo ich jetzt gerade mit dem Schiff abfahre, soweit bin ich jetzt gerade. Und dann habe ich halt überlegt, was soll ich davon von Let's Playen? Ob soll ich Brotherhood Let's Playen oder soll ich The Witcher 2 Let's Playen? Also dieses Mal halt wirklich richtig Let's Playen. Also ich meine, ich hatte eigentlich schon Risen Let's Playen wollen, aber momentan ja. Also ich bin nicht mehr dazu gekommen, es weiter zu Let's Playen. Ja, irgendwie, wenn man das schon dutzende Male gezockt hat, dann hat man irgendwie keinen Bock, da weiterzumachen. Und darum, weil ich eben The Witcher 2 und
Assassin's Creed Brotherhood noch nicht durchgezockt habe, habe ich halt überlegt, weil ich ja jetzt gerade Ferien habe, was ich jetzt Let's Playen soll. Und das sollt ihr entscheiden. Also ihr, meine Abonnenten und die, die gerade bei dem Video zugucken. Ja. Wär's eigentlich. Ja. Und ja. Und ihr könntet mir doch vielleicht schreiben, was ich vielleicht zusätzlich zur Burg passend dazu bauen kann. Also, ich meine, was passt denn zu einer Burg denn noch so gut dazu? Ihr könnt mir ja mal ein paar Vorschläge machen. Dann würde ich das nämlich bauen. Oder versuchen, so gut wie es geht hinzubauen, sodass es euren Vorstellungen entspricht. Also, ich werde, wenn irgendwie ein Vorschlag kommt von wegen, ich soll jetzt meine ganze Burg voller TNT bauen und alles sprengen und so weiter und meine ganzen Dateien von wegen BIN-Dateien und alles, was ich auf dem PC habe, von Minecraft löschen, sodass es nicht mehr spielen kann. Nein. Nee. Nö. Also, wenn ihr irgendwie noch Ideen habt, was ich noch dazu bauen könnte, einfach schreiben. Kommentare. Und wenn ihr jetzt an die Zuschauer gerichtet mich abonnieren möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich immer und schade ja niemanden was, aber wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nur angucken wollt, kein Problem. Ich will aber auch nur, dass mich die abonnieren, die meine Videos auch mögen. Und nicht so, ey, ich abonniere dich nur, wenn du das und das machst und so, ne? Also, wisst ihr ja. Ja. Jetzt haben wir 0:52. Ich werde das Ding jetzt dann noch rendern und dann direkt reinstellen ins YouTube. Und ja. Also, Däne. Ne? Man sieht sich dann. Bis dann. Wo ist denn hier der Knopf?